Gut, ich würde sagen, let's fetz, der Igel hat Borsten und Stacheln. Wir legen los. Legen wir los? Ja. Geht los. Hildegard Schäfer. Stimmen aus einer anderen Welt. Beispiele paranormaler Tonbandstimmen. Nachdem meine erste Kassette mit 70 paranormalen Tonbandstimmen, die ich vor etwa 2 Jahren beim Hermann Bauer Verlag in Freiburg herausbrachte, großes Interesse erregte, habe ich nun eine zweite Kassette zusammengestellt. Sie unterscheidet sich in einigen Punkten von der ersten. Zu dieser Kassette wurde keine Broschüre gedruckt, die Erläuterungen zu den einzelnen Beispielen werden von mir gesprochen. Im Gegensatz zur ersten enthält diese Kassette keine Beispiele von anderen Experimentatoren. Alle sind eigene Einspielergebnisse, die ich allein oder mit meinem Arbeitskreis erhielt. Sie hören auch einige Beispiele, die mit einer neuen Methode, der sogenannten Kassetten- oder Konservenmethode, eingespielt wurden. Hier wird auf alle bisher verwendeten technischen Hilfsmittel wie Radio, Psychophon, Diode und so weiter verzichtet. Es werden lediglich 2 Kassetten mit verschiedenen Fremdsprachen benutzt. Erster Break. Auch das haben wir probiert mit dem russischen oder ukrainischen Radiosender, wo wir mal eure Fragen gemacht haben, mit ausländischen Stimmen. Und wir hatten dort Tatsache so gute Deutsch-Rückmeldungen. Und genau das haben die auch probiert. Und die haben noch was anderes probiert, aber ich glaube, das sagt sie gleich noch. Diese Kassetten ergeben ein Fremdsprachengewirr, bei dem sich jede Einblendung in deutscher Sprache deutlich abhebt. Okay, da haben wir es jetzt verpeilt. Also die haben die Kassetten übereinander gespielt. Also sprich, zwei Kassettenrekorder, beide Kassetten rein, beide auf Play gedrückt. Also, dass sich das mixt. Also da Englisch, da Russisch und ja, am Ende kam Deutsch. Und ja, und ach, ihr müsst das. Wir haben das kurz reingehört gehabt bis zur dritten Minute. Es ist Wahnsinn. In der Weiterentwicklung wurden 2 Fremdsprachenkonserven zusammenkopiert, sodass nur eine einzige Kassette benötigt wird. Da hat sie es gerade gesagt, also hat sie es doch noch gesagt. Also dieses Mixtape sozusagen. Diese Einspielart, die von Ingenieur Franz Seidel in Wien erdacht und erprobt wurde, hat gegenüber allen anderen Methoden den Vorteil, dass Stimmenmanifestationen im Nachhinein kontrollierbar sind. Da, wo sich auf dem Tonband oder dem Rekorder eine Stimme in deutscher Sprache befindet, darf auf der Konserve nur die Fremdsprache verzeichnet sein. Vor allem werden hier die Argumente, dass es sich bei den Stimmen um unkontrollierte Radiosendungen handelt, entkräftet. Ich führe Stimmen vor, die mit verschiedenen Methoden eingespielt wurden. Am häufigsten nach wie vor mit der Jürgensonwelle, aber auch mit anderen Frequenzen. Das ging um die 70er, 80er Jahre. Ja, das Video stammt aus 84, haben wir gerade gesehen. Ah, ne, aus 83, da oben 83. steht es jetzt gerade. Das Video ist von 83. Wahrscheinlich hat sie das da veröffentlicht. Also die Aufnahmen müssen Tatsache noch ein bisschen älter sein. Jürgensen, von dem netten Mann hat bestimmt auch schon mal jeder was gehört. Das war, glaube ich, der im Wald war, ne? Mit seinem Mikrofon und eigentlich Vögel aufnehmen wollte und dort ganz viele Stimmen und deutliche Stimmen auf dem Tonband dann hatte. Wir machen weiter. Jedes Beispiel ist viermal aufgenommen, damit auch der ungeübte Hörer mit dem Charakteristikum der Stimmen vertraut wird. Zu Beginn hören Sie jetzt einige Beispiele, die man als Einschalteffekt bezeichnet. Das bedeutet, dass sich diese Stimmen sofort nach dem Einschalten von Tonbandgerät oder Rekorder manifestieren, bevor mit der eigentlichen Einspielung begonnen wird. Obwohl diese Stimmen manchmal besonders deutlich sind, werden sie häufig überhört, weil der Experimentator im Moment des Einschaltens noch gar nicht auf Stimmeneinblendungen konzentriert ist. Dazu muss ich sagen, das deckt sich jetzt wieder mit mir und Gina, dass die uns zwar zusammengebracht haben, um halt,
paranormale Untersuchungen zu machen, aber nur einer bitte die Technik macht. Weil wenn beide Technik machen, entgeht viel. Und so kann sich einer konzentrieren und der andere macht Technik. Genau, und wir haben ja anfangs auch da nicht so drauf geachtet und haben immer mehr mitgekriegt, dass wirklich von Anfang an oftmals auch Ja. schon auf dem Weg zu einer PU zum Beispiel, zu dem Platz schon Rückmeldungen kommen, wo man noch gar nicht gefragt hatte oder so, ja, also. Genau. Und das entgeht dir. Und das meint sie auch damit. Und die haben im Prinzip die gleichen Erfahrungen gemacht wie wir. Das muss man so sagen. Weiter geht's. Für dieses Phänomen gibt es Erklärungen, jedoch können sie bis heute nicht als beweiskräftig bezeichnet werden. Das erste Beispiel, das Sie jetzt hören, lautet: Erde stellt ein. Die Worte wurden sofort nach dem Einschalten meines Tonbandgerätes gesprochen und bedürfen sicher keiner Erklärung. Muss man jetzt wieder dazu sagen, wir hatten mal Kontakt mit einer Jutta, die Hildegard kannte, ihrer Aussage nach. Dieser Spruch, Erde stellt ein. Wir haben gehört, dass Tatsache im Himmel sowas wie eine Sendestation da ist und wenn man gerufen wird, wird man dann ans Mikrofon geholt und dann bla bla. Ne? Und jetzt kriegen die ja mit, ach, da unten fängt jemand an. Stellt ein, stellt das Radio ein, also einstellen, ne? Also anmachen im groben Sinne. Also so würde ich diese Aussage deuten. Also gut, deutet jeder anders, aber so würde ich sie deuten. Das nächste Beispiel eines Einschalteffektes lautet: Es ist sehr nett, komme gerne. Erst anschließend beginne ich mit meiner Anrede. Sie hören, wie ich sage, meine Lieben. Meine Lieben. Meine Lieben. Meine Lieben. Meine Lieben. Meine Lieben. Auch die nächste Stimme meldete sich sofort nach dem Einschalten. Sie singt Hildegard, wir kommen. Versteht ihr die EVPs? Könnt ihr mal ganz kurz ein Ja schreiben oder ein Nein, wenn ihr sie halt nicht Das schreit versteht? krass. Und wie gesagt, sie macht den Kassettenrekorder auf Play und es kommt direkt Hildegard, wir kommen. Also sprich, die wissen genau, was wir machen und was wir machen werden. Ich finde es absolut krass. Diese Frau hat nach wie vor immer noch einen Orden verdient, auch wenn sie nicht mehr unter uns weilt. Muss kurze Anekdote, ich hatte den Jules vorab schon geschrieben, dass wir heute sowas machen werden und ich hatte per WhatsApp gefragt, Hildegard, möchtest du, dass wir das machen? Und es ist in der WhatsApp, also ich habe die Sprachaufnahme laufen lassen, so etwas wie sehr gerne oder es ist auf jeden Fall bejaht, also es ist ein Ja gekommen. Sehr undeutlich, ganz weit weg, aber man hört ein bisschen was. Die nächste Stimme ist ein Phänomen in dreifacher Hinsicht. Erstens handelt es sich um den Einschalteffekt. Zweitens bedeutet sie eine konkrete Aussage. Ich hatte nach fast dreiwöchentlicher Pause wieder eine Einspielung versucht und diese Stimme trifft genau meine damalige Situation. Drittens geht der Stimme eine Art Tusch oder Fanfare voraus. Mit diesem Zeichen werden viele meiner paranormalen Stimmen eingeleitet. Ich werde später noch einige solcher Beispiele bringen. Die Stimme sagt, du hast wieder Ansporn. Das nächste Beispiel, wieder ein Einschalteffekt, ist insofern interessant, weil es sich um zwei verschiedene Stimmen handelt. Der erste sagt laut und deutlich Hildegard und die zweite
Wir grüßen dich heute herzlich. Also, da muss ich jetzt sagen, die letzten zwei fand ich nur teils gut. Ah, das Hildegard, das Hildegard ist wirklich extrem deutlich. Wenn sie den Rest vorher nicht gesagt hätte, also wir sagen es euch ja nicht, wir schreiben es immer drunter, hätte ich es nicht verstanden. Ja. Das steht fest. Genau, man darf jetzt auch nicht vergessen, die Methoden damals waren anders und wir müssten uns tatsächlich auch erst an dieses Geräusch gewöhnen. Ja. Unsere Ohren müssten wieder umschulen. Für mich ist jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt meine Kopfhörer auch gar nicht mehr ganz auf, weil für mich ist es definitiv zu laut. Hm. Und dieses Rauschen, ist das übertönt für mich dann alles. Ja, weiter? Hm? Weiter. Und noch einmal ein Einschalteffekt. Eine Gesangsstimme. Ich höre dich, wir hören. Oh Hilde. Das ist deutlich. Mhm. Also ich höre ab, wir hören, oh Hilde. Ja. Es wird verschiedentlich behauptet, dass nur Stimmen eingeblendet werden, die keinerlei Bezug haben. Also auf Fragen keine Antworten geben. Das trifft nicht zu. Ich bringe jetzt eine ganze Reihe von Beispielen, bei denen entweder eine Frage konkret beantwortet oder ein Gespräch der Einspielteilnehmer kommentiert wird. Fragen werden, also das ist unsere Erfahrung, Fragen werden bei uns auch immer beantwortet, aber manchmal hintenrum. Es ist eben auch wichtig, wie man die Frage stellt. Ja, das sage ich ja immer wieder, stellt die nicht zweideutig, sondern präzise. Nur eine Frage, die ja im besten Fall mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Ne? Also das haben wir, was wir jetzt uns angucken, das haben wir übrigens auch noch nicht gesehen. Weiter geht's. Ich bitte für eine Bekannte, dass sich der Vater melden möge. Ich rufe ihn beim Namen. Theo Fichtel. Daraufhin kam sofort die Stimme durch. Sie sagt, ich habe schon lange versprochen, dass ich mal komme. Das hat... Ist ein bisschen undeutlich, aber wie gesagt, man muss da auch ja umlernen, mit die Ohren wieder anders zu hören. Ne? Also das hört sich sehr weit weg an, für mich hier. Für mich. Phoenix schreibt man, es hört sich an, als würde jemand in der Bahnhofshalle stehen. So. Hm. Ne? Ja, genau, genau. Aber dennoch versteht man es. Gut, würde sie es jetzt nicht sagen, ja, da muss man sich das halt nicht nur viermal anhören, sondern 10-mal, 15-mal machen wir ja bei einer Auswertung ähnlich, weil wir es auch nicht gleich beim ersten Mal, oh boah, das hier ist das und das, ne, ist nicht. Die Frage, ob die Forschung weitere Fortschritte macht, ruft eine Stimme, braucht Zeit. Ob die Forschung weitere Fortschritte macht. Hätte ich jetzt nicht verstanden. Nee. Also das wäre, also ganz ehrlich,
Da höre ich alles andere, aber nicht braucht Zeit. Also müsst, wir können uns das ja später nochmal anhören. Also jeder für sich, dann, ne, wir werden das natürlich veröffentlichen, das Video. Bei einer Einspielung sage ich würde mich so freuen, wenn ich auch heute jemand von euch hören könnte. Eine Antwort bekomme ich bereits während dieses Satzes. Nach meinem Wort heute, sagt eine Stimme, wir hören deine Frage. Ich würde mich so freuen, wenn ich auch heute jemand von euch hören könnte. Oh, Das genial. hat man jetzt wieder so diese Genial. richtig krasse Männerstimme. Boah, ich krieg gleich Also, Gänsepelle. Deine es fängt ein Frage. bisschen leiser an und dann dieses Ja. deine Frage Boah, ist so so richtig krass. krass. Ja, kommt Also ja noch, krass. kommt Wiederholung, krass. Ich würde mich so freuen, wenn ich auch heute jemand von euch hören könnte. Ich würde mich so freuen, wenn ich auch heute jemand von euch hören könnte. Ich würde mich so freuen, wenn ich auch heute jemand von euch hören könnte. Es ist krass. Ich höre jetzt, für mich höre ich nicht, dass ich höre, höre ich nicht. Also ich höre deine Frage, sagte dort wohl jemand. Dass ich höre, ist für mich zu weit hinten, jetzt im Augenblick. Aber deine Frage, das ist ja einfach nur krass. Das ist ja einfach Und nur es krass. reicht ja eigentlich schon, weil sie sagt, sie würde sich freuen, wenn sie jemanden hören würde. Und dann kommt direkt so, ja, was ist deine Frage? Hau Ja, raus, Mann. so, ne, Ne? ungefähr. Ja, Jules schreibt auch Gänsepelle. Ja, ey, krass. So eine, Ja, das ist krass. ja, und vor allen Dingen geben sie ja die Antwort schon wieder, während sie noch berichtet, was sie gerne machen oder hören würde. Ne? Und dann, ja, komm aus dem Tee. Ne? Und das ist wirklich, also die waren damals schon, die sind ein bisschen sarkastisch, die Männer da oben, die kleinen Lieben. Als ich Weiter geht's. einmal von einer anderen Frequenz auf Jürgensonwelle umschaltete, sagte ich diesen meinen Teilnehmern mit den Worten, das ist jetzt die Jürgensonwelle. Daraufhin sagt eine weibliche Stimme, die Welle suche ich von euch. Das ist hier. Also nach diesem, das Jürgenson, das kommt ja von ihr, und danach kommt die Welle, suche ich von euch. Hörst du das nicht? Ja, das höre ich wieder. Krass. Wer hat es von euch gehört? Ich höre da noch zweimal irgendwas mit Jürgensson. Ja. Na, sie spielt das Tonband langsam ab. Also nicht so, wie sie normal redet, sondern sie spielt langsamer ab. Ich mach noch mal zurück, das Stück hier. Bei einer Gemeinschaftseinspielung grüßt eine Teilnehmerin einen vor wenigen Tagen verstorbenen Nachbarn, der, wie sie meinte, etwas selbstgefällig war. Ihre Bitte wurde mit einem vielsagenden Satz kommentiert, der lautet: Seine Exzellenz gibt Antwort. Ah, das ist ganz weit hinten. Ja, Und also ziemlich schnell kommt das. Exzellenz ist so ein bisschen verschoben und gibt Antwort, hört man, aber der steht ungefähr 300 Meter weit Ja, weg, ja. gefühlt. Liebe Grüße auch an unseren lieben Bäcker. Liebe Grüße auch an unseren lieben Bäcker. Ja, wie gesagt, es ist ganz weit hinten, ganz schnell Nächsten eigentlich. Beispiel grüße ich meine Tochter. Ich sage,
Liebe Heli, ich grüße dich ganz besonders, worauf eine männliche Stimme ruft. Heli, komm, dort ruft jemand. Also ich verstehe Tatsache, Heli, komm, eine Stimme ruft. Die Frage nach dem Mörder eines jungen Mädchens wird beantwortet mit und hat Ausweg als Flucht. Bekanntlich werden manche Sätze verdreht gesprochen, sodass es also heißen müsste, hat Flucht als Ausweg. Ich bringe nur den zweiten Teil der Frage, da ich Namen in diesem Fall nicht nennen möchte. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Das Ausweg ist ein bisschen so zerrissen und da schwimmt noch ein anderes Wort mit rein, aber das als Flucht hört man ja definitiv richtig geil. Ja. So, hallo an alle. Also es hört sich tatsächlich so an, wie wenn man wirklich ganz weit weg irgendwo anruft. Ich weiß nicht, ob jemand von euch früher so um die 80er, 90er Jahre mal versucht hat, von Deutschland nach Afrika zu telefonieren. Ich habe das gemacht als Kind, weil mein Papa dort gelebt hat. Und Leute, so ähnlich hat sich das angehört, weil zwischendrin da immer wieder andere Gespräche aufgetaucht sind. Ja, also das war keine konstante Leitung, sondern zwischendrin sind immer so viele Ebenen, dass es das so blockt. Hm. So hört sich das an. Ja. Okay, wir machen weiter. Eine sehr originelle Antwort bekomme ich auf meine Frage, ob Sie mich hören können. Die Antwort lautete, wir hören hier Töne, eine ganze Sprungschanze Stimmen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Das ist gut. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Das war wieder gut. Braucht man nichts dazu sagen, das oder? Das war richtig gut. Auch ein Stückchen weiter weg, aber trotzdem sehr prägnant und deutlich. Dennoch deutlich, ja. Ja. Weiter geht's. Auf meine Frage. Könnt ihr uns immer sehen? Kommt. Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Wie gesagt, wir kennen das Video nicht. Könnt ihr uns sehen? Kommt. Also ich vermute sowas wie, ja, aber ein bisschen anders. Oder irgendwie sowas. Mal gucken. Die Antwort, wir können dich sehen manchen Tag. Manchen Tag. Manchen Tag. Könnt ihr uns immer sehen? 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 Auf meine Bitte. Gehe ich mit. Geht auch, ja. Ja, gehe ich mit. Ich hoffe, ihr könnt euch melden. Antwortet eine Stimme. Gar keine Frage. Rufe dann dich. Ich hoffe, ihr könnt euch melden. Ich hoffe, könnt ihr euch melden. Ich hoffe, könnt ihr euch melden. Ich hoffe,
könnt euch melden. Gehe ich mit. Gehe ich auch mit. Also das Rufe höre ich definitiv. Ich habe es jetzt komplett gehört. Ich nicht. Und das ist der Punkt, das geht mir bei unseren eigenen Auswertungen auch oft so. Ich brauche oft 10 Minuten, bis ich da wieder so drin bin. Und dann läuft das. Das ist... Okay. Wir machen weiter. Jules schreibt auch mega deutlich. Ja, gut. Meine Ohren sind... Ich bin übrigens auch 75er Baujahr, Iris. So schöne Antwort kommt natürlich nicht immer. Dann ist die Iris ja auch erst 23,5. Krass. Bei einer anderen Einspielung, als ich die Freunde begrüße und das Datum ansage, sagt eine Stimme, willst du mir nicht Zeit lassen? Und daraufhin ertönt die schon erwähnte Fanfare oder eine Art Tusch. Dieses Mal also nicht vor der paranormalen Stimme, sondern im Nachhinein. Ich möchte euch begrüßen. Heute am 1. Februar. 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 Ja, das okay, war da war das erste. Genau. Da war das Video jetzt zu Ende. Machen wir mal einen kurzen Break. Hm? Ja, wir machen einen kurzen Break. Ich fahre hier mal runter. Ich finde, das ist einfach ein super interessantes Thema. Von Anfang an, schon vor, ich sag mal, 6 Jahren ungefähr, wo ich so wirklich mit dem Thema mich befasst habe, hat mich ja erstmal Konstantin Raudive total fasziniert und auch der Herr Jürgensson. Das sind die, von denen man eigentlich so zuerst hört, wenn man das Ganze googelt. Aber da haben natürlich noch viel mehr Menschen dran gearbeitet. Und es ist halt im Prinzip, wie es jetzt auch noch ist, es ist so eine Vereinigung im Untergrund oder im Hintergrund. Hintergrund. Weil es natürlich nach außen hin viele Menschen auch damals schon gegeben hat, die das bezweifelt haben, die das belacht haben, die viele aber auch vom Gegenteil überzeugt werden können. Es gibt zum Beispiel Fernsehaufnahmen von damals, wo dann im Fernsehen solche Sachen gemacht wurden, wo dann, ich glaube, ein Moderator gesagt hat, ja, könnte man denn mal Kontakt zu irgendeinem Verstorbenen von ihm aufnehmen? Und das hat geklappt. Und da kamen dann Dinger bei raus, wo der gesagt hat, okay, krass, das kann niemand wissen, was da jetzt gerade rauskam, ja? Ja. Schon mega interessant. Ja, und trotzdem wurde es ja immer noch unterm Teppich gekehrt, das Thema. Ja. Leider ist es aber so, wir schalten jetzt um auf Reaktion wieder. Damit ihr seht, was ich hier mache. Ich gehe wieder auf. Das habe ich jetzt schon geliked. Das kann ich zumachen. Ja, das habe ich natürlich auch schon geliked. Guck mal, der hat erst 37 Däumchen. Also wenn ihr dann dort bei dem Kollegen hier mal rauf geht, hier, einfach das Video nochmal anschalten, mal liken. Ich habe auch den Kanal abonniert, und jetzt mache ich auch mal auf alle, falls die noch was Neues machen, dass ich da auch up to date bin. Phoenix Manfred Boden meinst du, glaube ich, oder? Ja, denn die hat geraucht. Ja, ich war schnell. Ja, gucken wir uns das Video an. Wollen wir beginnen? Also es wird nicht viel zu sehen sein hier. Man sieht es ja schon, außer die Hildegard selber. Aber der Inhalt, der Ton ist hier halt wichtiger. Ich könnte natürlich auch unser Video ein bisschen größer machen, also unseren irgendwie ging das. Warte. Ich könnte hier auch unseren ein bisschen größer machen, dann seht ihr wenigstens mehr von uns. Na.
So, es ist das wieder geblockt, jetzt kann ich es nicht mehr verschieben. Wir gehen auf Reaktion, sind wir. Wir fahren das hier wieder runter. Und drücken Play. Auf geht's. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Transkommunikationsforschung, ich begrüße Sie sehr herzlich und möchte Ihnen sagen, dass ich mich sehr freue, hier in Wien einen Vortrag halten zu dürfen. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung und ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Nun, ich hoffe, dass ich Ihnen zum Thema Transkommunikation einiges berichten kann. Vielleicht ist Ihnen manches schon bekannt, doch ganz sicher ist auch vieles neu. Lassen Sie mich gleich in medias res gehen. Die technisch gestützte Transkommunikation, wie wir sie seit einigen Jahren nennen, seit Professor Ernst Senkowski diese Formulierung populär gemacht hat, bedeutet heute nicht mehr nur die allgemein bekannten Tonbandstimmen, wobei ich natürlich das Wörtchen nur in Gänsefüßchen setzen möchte. Denn Tonbandstimmen werden nach wie vor noch praktiziert und bei einigen sogar mit sehr gutem Erfolg. Die Transkommunikation heute umfasst eine sehr umfangreiche Palette. Wir zählen alle Jenseitskontakte dazu, die in Verbindung mit technischen bzw. elektronischen Apparaturen zustande kommen. Dazu gehören außer den bekannten Tonbandgerät oder Kassettenrekordern und allen mehr oder weniger bekannten Zusatzgeräten auch Fernsehen, Video, Computer und sogar Telefonkontakte. Und Telefonkontakte, ihr könnt euch daran erinnern, mit wem wollt ihr reden? Mit niemanden, können wir 100% bestätigen. Werden wir bestimmt auch mal wieder werden probieren. Man muss es auch immer mal wieder versuchen. Was ich jetzt sehr wichtig finde in der Aussage, sie hat jetzt einige Dinge aufgezählt und das sind alles Dinge, über die man Sprache zum Beispiel hören kann oder vielleicht auch Bild. Ja? Ja. Habt ihr irgendwas von Blinken oder quietschenden Sachen gehört? Ich nicht. Warum? Weil man damit keine wirkliche Transkommunikation machen kann, wahrscheinlich. Ja. Ich meine jetzt ein K2 oder so. Naja, ne? Ja. Gut, das, die Geräte gab es aber damals, ohne darf man nicht ja, vergessen. Aber ne? Nach dem, was Sie alles da zusammengebastelt haben, hätten die auch ein Gerät machen können, das man anfassen kann. Ja, vermutlich. Wir gucken jetzt mal weiter. Sie werden morgen solche von mir hören. Ich habe über alle diese Kontakte in meinem 1988 beim Hermann Bauer Verlag in Freiburg erschienenen Buch Brücke zwischen Diesseits und Jenseits ausführlich berichtet. Deshalb werde ich heute und morgen nicht in Details gehen und Ihnen komplizierte Geräte erläutern, die, wie ich Ihnen noch erklären werde, nicht für jeden Experimentator Bedeutung haben und auch nicht für jeden Ort. Im Übrigen gibt es prädestiniertere Forscher als mich, welche die Technik aus dem FF beherrschen. Bei meinem Vortrag möchte ich auf die Dinge zu sprechen kommen, deren sich jeder von uns bedienen kann, ohne dass er auf neue Geräte umsteigen muss. Ganz wichtige Information, was wir auch immer sagen, wo sich jeder dran bedienen kann, ohne auf technische Geräte umsteigen zu müssen. Man muss nichts kaufen, es funktioniert anders. Genauso gut. Das Beste ist das, was du schon hast. Ja, das sowieso. Und es funktioniert auch ohne elektronische. Und finanzielle Ausgaben hat. Und ohne, dass er sich mit Versuchsexperimenten abplagt, die aufgrund seines Umfeldes und seiner ureigensten Bewusstseinsstruktur von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Ich werde darüber noch ausführlich sprechen, doch möchte ich zunächst ein wenig chronologisch berichten. Ein kurzer Rückblick auf meine, nun sagen wir, Laufbahn, wenn man überhaupt so sagen darf, sei gestattet, denn ich weiß ja nicht, wer unter den Zuhörern mich überhaupt kennt. Ich habe 1972 begonnen, mich mit den Tonbandstimmen zu befassen. Da war ich noch Quark im Schaufenster, hat meine Oma mal gesagt. Also vor mehr als 20 Jahren.
Das Motiv war der Hinübergang meiner 22-jährigen Tochter. Wobei ich aber gleich bemerken möchte, dass nach kurzer Zeit des Experimentierens dies für mich kein Anlass mehr war. Ich hatte mich sehr rasch, aufgrund meiner Kontakte, von der Weiterexistenz des Menschen nach dem leiblichen Tod überzeugen können. Und auch die Aussagen meiner Tochter ließen keine Trauer mehr aufkommen. Auch die Aussagen meiner Tochter ließen keine Trauer mehr aufkommen. Und wie gesagt, wir sagen, ich werde das immer unterbrechen, wir erzählen seit Jahren, hört auf, klar, man darf trauern, natürlich, ist bei uns halt ein natürlicher Prozess oder ein gesellschaftlicher Prozess, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, aber die Seelen wollen gar nicht, dass wir trauern. Die wollen das nicht. Deswegen sollen wir das nicht. Wir sollen es eigentlich nicht tun. Ich weiß, wenn man einen geliebten Menschen verliert, ist es nicht schön, bricht das Herz und so weiter. Ja, aber man sollte es mit dem Trauer nicht übertreiben. Wir machen weiter. Zum Beispiel sagte sie, ich bin hier unsagbar glücklich, wie gepolstert. Ich finde, das ist eine ganz fantastische Aussage. Denn wir würden diese Formulierung gepolstert sicher nicht gebrauchen. Aber dieses Wort beinhaltet doch alles. Eine weitere Aussage lautet, es ist hier wunderschön. Ich möchte nie mehr zurück. Es gibt viele solche schöne Aussagen von meiner Tochter bei einem Kongress in Cattolica in Italien, der unter dem Motto verwaiste Eltern stattfand, konnte ich vielen Eltern damit Trost spenden. Ich sah dann in der Tonbandstimmenforschung eine große Aufgabe, meine Aufgabe darin, anderen Menschen, ganz besonders aber trauernden und verzweifelten Hinterbliebenen, durch diese Kontakte Trost und Hilfe zu vermitteln. Helft den Menschen. Genau das ist das sind die Hauptmerkmale der Kommunikation. Und solange wie wir Menschen helfen und das auch ernst nehmen, werden wir von der anderen Seite Unterstützung bekommen. Das war so, das ist so und das wird immer so bleiben. Meine Damen und Herren, bis es aber so weit war, hatte ich eine lange Odyssee hinter mir. Eine harte Geduldsprobe wurde mir abverlangt. Nachdem ich durch einen Zufall, nun, Sie wissen, es gibt bekanntlich keine Zufälle, es fällt uns etwas zu, auf Jürgensons Buch Sprechfunk mit Verstorbenen gestoßen war, war ich neugierig geworden. Aber nicht nur neugierig, sondern auch außerordentlich skeptisch. Doch ich wollte die Gewissheit. Ich setzte mich in Verbindung mit den großen Koryphäen der Forschung. Ich fuhr zu Jürgenson nach Schweden. Es blieb nicht bei diesem ersten Besuch. Ich fuhr mehrmals nach Bad Krozingen zu Dr. Konstantin in Raudive, zu Hanna Buschbeck nach Horb, zu Franz Seidel nach Wien und auch zu anderen erfolgreichen Experimentatoren in Berlin und anderen Großstädten. Es waren damals noch relativ wenige. Alle diese Personen leben nicht mehr auf dieser Erde. Kontakte aber gibt es mit allen. Ich krieg schon wieder hier gerade, ich weiß nicht, ob man das sieht, ey. Ja, ein Noppenanzug, ne? Ja, es gibt Kontakte. Und das, wie gesagt, wir haben, bevor wir das hier gestartet haben, habe ich noch zu Jules eine WhatsApp geschickt, für die es jetzt nicht gehört haben. Und habe während der Aufnahme der WhatsApp-Sprachnachricht die Frau Hildegard gefragt, ob wir das nochmal zeigen sollen und uns darüber äußern, wie wir darüber denken. Und dann kam sowas Ähnliches wie, ja, na klar, macht mal. Oder unbedingt, jedenfalls bejahend. Es war schon Hammer. Wir machen weiter. Ich hatte wirklich keine Mühe gescheut. Wenn ich daran denke, wie viele Personen mich anrufen oder mir schreiben und fragen, kennen Sie denn niemanden in meiner Stadt oder in meiner näheren Umgebung, der mir zeigen könnte, wie man das macht? Ja, und oft passiert es dann, wenn ich jemanden nenne, der vielleicht 50 Kilometer oder höchstens bis zu 100 Kilometer entfernt von dem Betreffenden wohnt, dass dann gesagt wird, ach, das ist mir leider zu weit. Dabei handelt es sich sogar oft um Menschen, die einen Ehepartner oder ein Kind verloren haben
und angeblich nicht darüber hinwegkommen. Da möchte man am liebsten zu den Betreffenden sagen, wenn es ihnen diese kleine Mühe nicht wert ist, dann verdienen sie einen solchen Kontakt nicht. Oder jemand macht einen Versuch, wohlgemerkt einen einzigen Versuch, und sagt dann zutiefst enttäuscht, da war nichts auf dem Band. Ja, ein so ungeduldiger Mensch eignet sich für solche Experimente überhaupt nicht. Habt Geduld. Wie oft wurde mir das, vor allen Dingen mir, ich bin wirklich ein Mensch, der ungeduldig ist, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe mich schon runtergefahren. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt, das wird Gina euch bestätigen können, viel mehr Geduld und Ausdauer, was das angeht, auf gerade in Bezug Transkommunikation, als noch vor anderthalb Jahren. Ja, wo ich gesagt habe, ja, wieso antworten die nicht? Ja, und da haben wir es nämlich wieder. Und wie gesagt, wir haben das Video auch vor einem Jahr mal gesehen und die erzählt genau das, was uns auch gesagt wurde, direkt aus der Seelenwelt, also aus der anderen Seite. Habt Geduld. Die Antwort kommt, aber habt Geduld. Ja, wo wir auch in den Videos manchmal sagen, ja, wie viel Geduld soll man denn jetzt noch haben? Ja. Ja, aber... Und was eben auch ist, wir legen da immer gleich so eine Vorstellung rein, wie wir das haben wollen. Ne? Aber oftmals ist es in der Konstellation einfach zu der Zeit nicht möglich. Ja? Ja, es geht einfach nicht. Also entweder müssen wir dann ganz viel Geduld haben, da kann auch mal ein Jahr oder so drauf gehen, oder wir müssen mal drauf achten, ob uns das nicht irgendwie anders zuteil wird. Genau, ja? Es muss nicht übers Radio kommen. Ja? Nee. Ich bin, wo, welches Video war das? Da hier, wo wir bei der Dämonin, die Dämonin, die wir bei der Slavenburg gedreht haben, wo ich noch frage, sind wir jetzt hier willkommen? Es kam keine Antwort, die man hören kann, die wir auf Video hatten, aber es kam eine Fledermaus. Und ich liebe Fledermäuse. Und da habe ich noch gesagt, das nehme ich jetzt als Ja. Und genau das sind auch Antworten. Da war, die kommt auf meine Frage, kommt dort eine Fledermaus. Das kann genauso gut ein Ja sein. Wir wissen, dass der Fledermäuse mag, schick mal eine vor. Ich hatte jetzt, ganz kurz erzähle ich das noch, ich hatte jetzt schon sehr, sehr lange den Wunsch, unbedingt einen Wolf zu sehen. Einen echten Wolf, ja, so, ne? Der einfach übers Feld läuft, der muss nicht direkt vor mir stehen, aber das ist halt einfach ein Wunsch von mir. Und damit nerv ich die Seelchen ja permanent, ne? Aber irgendwie ist es halt einfach nicht möglich, weil wir haben jetzt ja keine Riesenpopulation von Wölfen in Deutschland, sondern wirklich nur parzellenweise, manchmal nur ein einziger, der gesichtet wird, der dann weiterzieht, wo ich verstehen kann, dass es für die einfach nicht so einfach ist, ja? Die können auch nicht zaubern oder hexen. Jetzt hatte ich vor 3 Tagen einen Traum. Leute, ich schwöre euch, der war so real, der war fast realer wie das Leben. Wo wir im Ferienhaus waren, Dandy dabei, Luis dabei, und da kam ein Wolf über die Wiese gelaufen und kam zu uns und hat dann vor uns so rumgeschnuppert. Also nicht so, dass wir den jetzt da durchgeknuddelt haben, schon realistisch. Wir haben uns auch gar nicht an ihn rangetraut, aber... Es war wie echt. Und seitdem ist dieser Wunsch auch gar nicht mehr so prägnant, weil für mich war es echt. Das sind, wenn man es nicht, wir sagen auch immer, die Traumwelt ist so eine Transkommunikationsebene, auf der wir uns auch mit der anderen Seite unterhalten können, sogar für uns fühlbar real. Und ich denke, solche Träume sind auch kleine Wunscherfüller. Ja. Okay, wir gucken jetzt weiter. Oft ist auch etwas auf dem Band, nur gehört wird es nicht. Auch ganz wichtig, oft haben wir EVPs. Wir hören oder wir verstehen sie nicht. Ja? Auch mir erging es anfangs nicht anders. Wenn ich später frühere Bände abhörte, entdeckte ich noch eine Menge Stimmen. Siehe, wir reagieren auf, wo wir sagen, ey, hier war gerade eine EVP, da war eine EVP, da war eine EVP, da war eine EVP. Die mir als ungeübte Anfängerin entgangen waren. Über richtiges Hören habe ich vor einiger Zeit eine Abhandlung geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, den Artikel vorzulesen, ich glaube nicht. Aber ich habe Kopien davon gemacht und verteile sie morgen gerne, wenn jemand daran interessiert ist.
Ja, ich stand damals sozusagen ganz allein auf weiter Flur. Und niemand, wirklich niemand in meiner Stadt oder in der ganzen Umgebung hatte eine Ahnung von solchen Kontakten. Man könnte sagen, ich arbeitete damals mehr oder weniger nach dem Grundsatz, Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert. Und niemand weiß weshalb. Später, als dann doch da und dort etwas von meinem Tun durchsickerte, hieß es, nun, die Frau ist halt ein bisschen lieber geschnappt nach dem Tod ihrer Tochter. Wer mag es ihr verdenken? Wie ich schon sagte, ich hatte mich vor Ort ausführlich informiert und hatte auch bei den verschiedenen Experimentatoren Stimmen gehört. Mehr oder weniger gute, aber überzeugt war ich trotzdem noch lange nicht. Außerdem erschreckten mich damals die technischen Geräte, besonders bei Konstantin Raudive, der in seinem Schreibzimmer ein ganzes Arsenal davon herumstehen hatte. Ich hatte damals von der Technik so wenig Ahnung wie ein sechsjähriges Schulkind von der hohen Mathematik und das dachte, dass ich das niemals lernen werde. Als ich dann Geburtstag hatte, wünschte ich mir von meinem Mann ein Tonbandgerät. Nun saß ich Abend für Abend vor dem Gerät und bat und flehte um Kontakt. Und dies 3 Monate, wohlgemerkt, 3 Monate lang, jeden Abend, ohne den kleinsten Erfolg. Als ich dann dachte, nun, ist ja doch alles Humbug. Die Menschen bilden sich was ein, sie glauben Stimmen zu hören, aber es ist bestimmt nichts dahinter. Zeitverschwendung, ich hör auf damit. Da kam plötzlich eine Stimme durch. Unverkennbar die Stimme meiner Tochter Heli, die sagte, Muje, liebe, gute Muje, hier ist Heli. Muje, das war mein großer Name. Sicher können Sie sich vorstellen, wie elektrisiert und ungeheuer aufgeregt ich war. Ich holte meinen Mann, damit er sich diese Stimme anhören sollte. Und was sagte er? Ja, das ist Heli, das ist Ihre Stimme, aber das gibt es nicht. So. Man hat im Prinzip den Beweis. Ihr Ehemann erkennt der Tochter Stimme. Aber ja, das ist eindeutig meine Tochter, aber das gibt's gar nicht. Ja, man hat den Beweis, aber die Gesellschaft verlangt, dass man alles hinterfragt, 5-mal hinterfragt. Und da sage ich, ja, hinterfragen ist bis zum gewissen Level okay, aber lasst auch mal Wunder geschehen. Lasst sie einfach geschehen, hinterfragt sie nicht. Nehmt sie so hin, es war schön, Punkt. Das Hinterfragen kann auch kaputt machen. So denken viele Menschen, was es nicht geben darf, das gibt es eben nicht. Ich aber ließ mich nicht beirren, ich machte weiter und hatte dann großen Erfolg. Nachdem ich etwa so ein Jahr lang ganz allein eingespielt hatte, konnte ich nach und nach einige Personen gewinnen, die sich an diesen Abenden beteiligten. Jede Woche einmal, immer zur gleichen Zeit. Das ist sehr wichtig, meine Damen und Herren, denn die Jenseitigen richten sich nämlich danach. Deswegen fahren wir immer Freitag. Merkt ihr was? Freitags um die gleiche Zeit. Immer um die gleiche Zeit. Wenn wir fahren. Wenn wir es schaffen, wenn wir jetzt die Tatsache einen anderen Termin in Betracht ziehen und wir das schon lange voraus wissen, dann kommunizieren wir das auch die entsprechende Zeit schon. Leute, denkt dran, Freitag kommen wir nicht, wir kommen aber Donnerstag oder Samstag, dann sind wir da, damit die auch ihren Terminplan leicht umstellen können. Das ist wichtig, das machen viele nicht, die fahren irgendwann und wundern sich, oh ja, keine Rückmeldung oder nur Müll oder, ne? Ich arbeite damals mit einem Tonbandgerät, das es schon lange nicht mehr gibt, wie es ja überhaupt kaum noch Tonbandgeräte gibt, sodass fast jeder seit Jahren nur noch mit Kassettenrekorder einspielt. Dazu benutzte ich ein uraltes Radiogerät ohne Trennschärfe und stellte immer Fremdsprachen ein. Russisch, Polnisch, Tschechisch, also eben solche, die ich nicht verstand. Bedingt durch mein erstes Buch über die Tonbandstimmen meldeten sich dann immer mehr Menschen bei mir, sodass es manchmal 10 bis 12 Personen waren, die teilnahmen. Aber ich muss sagen, dass die damaligen Einspielungen quantitativ und qualitativ ganz hervorragend waren. Manche Personen kamen von weit her. Ich war natürlich bange, ob sie auch Kontakt bekommen würden oder ob sie unverrichteter Dinge wieder heimreisen müssten. Aber erstaunlicherweise glückte es fast immer und ich bin davon überzeugt, dass die Emotionen, die Trauer, die
die große Liebe vor allem zu den Verstorbenen diese Kontakte begünstigte. Ein Jenseitiger hat einmal gesagt, Technik ist nicht alles. Sie ersetzt nicht die Macht des Gedankens. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig. Und wenn man sich, ja, ich sag's jetzt mal ganz salopp, viele andere Gruppen anschaut, die mit einem Technikreservoir auf eine PU fahren, ja, die dann auch beim SWR 3 im Fernsehen zu sehen sind oder was weiß ich, die heute mit 18 Koffern auf eine PU rennen und erstmal 4 Stunden beschäftigt sind, den ganzen Müll aufzubauen. Nach 4 Stunden habe ich alles im Kasten, bin zu Hause und sitze schon an der Auswertung. Eine Stunde reicht, Max, also eine Stunde eine PU machen, intensiv fragen, abfragen, reicht meistens aus. Danach merkt man, wie die Kommunikation auch langsam weniger wird. Die Energie schwindet und dann, man sollte das dann wirklich irgendwie auch ein bisschen begrenzen. Haben wir gemerkt. Haben wir gemerkt, das ist unsere, ist unsere Erfahrung. So, weiter geht's. Nun, meine Damen und Herren, was ist die Macht des Gedankens? Es ist die Inbrunst, der Herzenswunsch nach Kontakten mit den Verstorbenen. Ganz einfach ausgedrückt, es ist unsere Liebe zu ihnen. Ihr Lieben, wir haben uns nämlich, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wir haben uns das Seelchen abgewöhnt. Wir sagen nur noch ihr Lieben, weil ja, es kommt schöner. Es kommt schöner und wir haben gemerkt, dass dann mehr zurückkommt. Ja, bei mir ist es so, schon sehr frühzeitig ist es so, vielleicht, also Danny sagt immer, vielleicht ist es bei mir auch so krass oder krasser, weil ich halt eben schon mal auf der anderen Seite war. Und ich habe halt irgendwie nicht so das Gefühl, dass die Seelen so wirklich anders sind wie wir oder auch weit weg sind, sondern auch wenn ich sie nicht sehe jedes Mal und nicht fassen kann, habe ich trotzdem das Gefühl, ich kann die alle auch in den Arm nehmen und das sind alles meine Freunde und ich rede jeden Tag mit denen und ich sage immer, ich liebe euch. Und genau das kommt zurück. Wir machen weiter. Jedenfalls war es für mich immer eine große Freude, wenn Menschen, die traurig oder oft sogar weinend zu mir kamen, getröstet und voller Freude nach Hause gehen konnten. Sabine, genau, und man muss die Gabe nicht haben. Man muss ja nicht mal die Gabe haben, wie die Hildegard jetzt auch gerade sagt, man muss den Wunsch aus dem Herzen haben. Das muss man haben. Mehr braucht es nicht. Den Wunsch und dich dazu öffnen. Die Ehrlichkeit auch den anderen gegenüber, also der anderen Seite gegenüber. Wenn man das hat und ich denke, ein bisschen Glaube daran sollte mitbehoffen sein, dann funktioniert das, dann kriegt man auch seine Antworten. Und die muss man aber zum Teil erkennen, die Antworten, ja. Wenn die werden jetzt nicht kommen und dir irgendwas ins Ohr reden, dass du es genau verstehst. Nein, es kann sein, ein Blatt Papier fällt vom Tisch runter. Das kann eine Antwort sein, ja. Da muss man, ja, man muss sich öffnen eigentlich. Man muss sich öffnen, man muss auch in einer gewissen Art und Weise daran glauben, ja. Wir machen weiter. Ich habe durch die Tonbandstimmen nur Positives erlebt. Niemals etwas Negatives. Aber es nur Positives erlebt. Niemals etwas Negatives. Genau so geht's uns. Wir haben noch nichts Negatives. Ja, genau. Wir werden immer wieder gefragt, habt ihr schon mal Kontakt mit einem Dämon gehabt? Selbst wenn die Dämonin von der Slavenburg wirklich eine Dämonin war, war dieser Kontakt positiv. Darum geht's. Richtig. Der Kontakt war positiv. Sie hat sich mit uns unterhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Wir haben keine Kratzer auf dem Rücken, uns wurde der Kopf nicht abgeschlagen oder ähnliches. Ja, und viele fragen ja dann auch, oh mein Gott, habt ihr keine Angst, dass ihr irgendwas mit nach Hause nehmt? Ja, nein, die sind herzlich willkommen hier zu Hause und ich habe jeden Tag hier irgendwelche Vorkommnisse und ich freue mich drüber und ich rede mit denen. Ganz normal. Ja. Weiter. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass es negative Einflüsse gibt. Vor einigen Jahren hat mir mein Verlag ein Manuskript zugeschickt. Ich sollte prüfen, begutachten und meine Meinung dazu äußern, ob dieses Manuskript als Buch herauskommen soll oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, was ich da zu lesen bekam, übertraf alles, was ich bisher an Negativen hörte.
Das Manuskript strotzte vor Abscheulichkeiten, Obszönitäten. Ich war entsetzt. Es war einfach widerlich, sodass ich es kaum zu Ende lesen konnte. Diese Frau tat alles, was ihr eine Stimme zuflüsterte. Sie züchtete sich selber mit Ruten, sie legte sich die ganze Nacht lang, Splitternacht, auf die kalten Fliesen ihrer Waschküche. Ich könnte eine lange Reihe von sinnwidrigen Handlungen aufzählen. Ja, am Ende landete sie beim Psychiater. Wer hat ihr das angetan, muss man jetzt hinterfragen. Waren das die Seelen, die andere Seite, oder war sie es selber? Nackig auf die Fliesen legen und so weiter. Und am Ende zum Psychiater. Sie hat sich da in was reingesteigert und durch ihre eigenen Gedanken eventuell sogar etwas erschaffen, was nur aus ihren Gedanken entsprungen ist. Nun, was ich dazu zu sagen habe, kann ich ganz kurz umreißen. Aufgrund des Briefes, den ich damals an den Bauer Verlag schrieb. Ich habe geschrieben, genauso wie es religiös Besessene gibt, kann es auch Tonbandstimmenbesessene geben. Aber deshalb wird man weder die Religion noch die Tonbandstimmung verbieten. Wer durch Tonbandstimmen depressiv, krank oder sonst wie psychisch geschädigt wird, war vorher schon nicht in Ordnung. Mein Reden. Wer damit nicht klarkommt, der soll es lassen. Der soll damit sofort aufhören und vielleicht mal in sich gehen, ob der Fehler, so wie die, sind ja nicht meine Worte, sind ja der Hildegard ihre Worte, derjenige war vielleicht vorher schon nicht, in Anführungszeichen, Gänsefüßchen, nicht ganz normal, Ausführungszeichen, ja? Ihr wisst, was ich meine. Zumindest psychisch angeschlagen, wenn auch vielleicht nur latent. Ich rate allen Neulingen, sich nur dann damit zu befassen, wenn sie mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Und gewiss sind, dass sie sich gegen etwaige negative Einflüsse wehren können. Oder man muss sofort längere Zeit pausieren. Aus einer Passage des Manuskriptes dieser Frau geht deutlich hervor, was für eine grundfalsche Einstellung sie zu den Tonbandstimmen hatte. Ich zitiere. Die Geisterwelt war in jenen Tagen realer als die materielle Welt für mich. Meine physische Umgebung war mir unwichtig geworden. Ich ging ganz in den Kontakt mit dem Jenseits auf und konzentrierte mich voll auf die Stimmen und war ihnen total hörig. Zitat Ende. Das besagt wohl alles. Ich meine, jeder hat die Geister, die er verdient. Ich habe dem Verlag natürlich abgeraten und geschrieben, dass dieses Buch total einseitig ist und der Forschung in keiner Weise gerecht wird. Es wäre genauso, als würde man behaupten, alle Kranken werden falsch behandelt, weil eine Operation misslungen ist. Solche tendenziösen Stellungnahmen, die nur individuellen Charakter haben können, lassen die Ergebnisse von Tausenden und Abertausenden von Forschern unberücksichtigt. Ich befasste mich also zunächst, wie ich Ihnen schon sagte, allein mit Experimenten. Später wurden es 5, 8 bis 12 Personen. Schließlich musste ich einen Saal mieten, weil die Leute bei mir nicht mehr Platz fanden. Und wir trafen uns dann regelmäßig alle 4 Wochen. Es waren zunächst 20, 30, dann 50, später 80 und 100. Auch heute noch halte ich diese Zusammenkünfte ab, wenn auch unregelmäßig, doch immer in einem gewissen Turnus. Mir ist ganz klar gesagt worden, dass meine Aufgabe jetzt nicht mehr darin besteht, mühsam einzelnen Menschen die Grundbegriffe der Transkommunikation beizubringen, so wie ich es fast 20 Jahre lang getan habe, sondern dass ich nun meine Erkenntnisse und Erfahrungen in einer anderen Form unter die Menschheit bringen soll. Und zwar, wodurch könnte das besser gehen als durch Bücher. Das Wissen um die Transkommunikation und somit um das nachtodliche Leben, was ja das Primäre an der Transkommunikation ist, wird dadurch viel mehr Menschen mitgeteilt, als ich im engen Rahmen bewerkstelligen könnte. Dass mein Entschluss richtig war, beweist, dass mein Buch Brücke zwischen Diesseits und Jenseits bereits in 3 Sprachen übersetzt wurde. Italienisch, Französisch, Portugiesisch und eine 4. Hebräisch ist im Gespräch. Ich hatte bereits erwähnt, dass die Transkommunikation auch Computerkontakte, Videobilder und Telefonkontakte umfasst. Ich selber besitze keinen Computer, kann damit auch gar nicht umgehen.
Klaus Schreiber, der die ersten Videobilder bekam, saß nächtelang vor dem Fernseher. Dazu braucht man also sehr viel Zeit und Geduld, die ich aufgrund meiner schreibenden Tätigkeit einfach nicht aufbringen kann. Jeder Mensch muss wissen, wozu er sich eignet, an welchem Platz er seine Aufgabe zu erfüllen hat. Ganz wichtig, ne? Der letzte Satz, ich mache nochmal zurück. Die ich aufgrund meiner schreibenden Tätigkeit einfach nicht aufbringen kann. Jeder Mensch muss wissen, wozu er sich eignet, an welchem Platz er seine Aufgabe zu erfüllen hat. Ein Kollege aus meiner Gruppe bemühte sich zum Beispiel um Videoeinspielungen, aber ohne Erfolg. Es wurde ihm konkret gesagt, dass er dafür nicht vorgesehen sei, sondern sich auf Tonbandeinspielungen konzentrieren soll. Aber ich kann bestätigen, dass es alle diese Kontakte tatsächlich gibt, denn ich konnte mich davon überzeugen. Ich war mehrmals bei dem Ehepaar Hasch Fischbach in Luxemburg und habe miterlebt, wie sich auf dem Video Verstorbene zeigt. Auf einem Video. Das Experiment hatten wir ja auch in Teupitz gemacht mit einem Fernseher. Aber wir haben dann im Nachhinein festgestellt, dass wir da irgendwie was falsch gemacht haben. Ja, da gehört nicht nur ein Röhrenfernseher dazu, sondern da wird mit einer ganz bestimmten Art, es zu kuppeln, ein Video, wie sagt man dazu? So ein Videorekorder. Videorekorder, ja. Ich weiß schon nicht mal, wie die Teile hießen, ey, meine Fresse. Ein Videorekorder gekoppelt. Auf dem Videorekorder läuft auch eine Videokassette, ist ja auch wieder Kassette, ja. Und dadurch kann das irgendwie funktionieren. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal noch die Muße, sowas nochmal zu testen. Es ist halt immer mit hohen Anschaffungskosten verbunden, wenn man solche alten Geräte nochmal anschaffen will. Das ist schwierig mittlerweile. Ja, und dann weiß man, dann kosten die ein Vermögen. Guckt mal, was ein Videorekorder kostet. Wahnsinn. Ich habe miterlebt, wie das Telefon klingelte und Maggie Hasch Fischbach mit Sven Salter telefonierte, einer jenseitigen Wesenheit, über die das Ehepaar ausführlich in seinen Zeitschriften berichtet, wie auch ich in meinem Buch. Ich habe erlebt, wie sich der Computer, während wir in einem Lokal zu Abend gegessen hatten, angeschaltet und Texte ausgedruckt hatte. Habe ich noch nicht erlebt, aber glaube ich ihr. Ich hatte mich überzeugt, dass vorher, bevor wir gingen, sämtliche Geräte abgeschaltet waren. Auch meine Tochter kam auf Video in Luxemburg durch. Ich hatte das Glück, bei Klaus Schreiber live zu erleben, wie sich Bilder manifestierten. Ich sagte zu ihm während einer Tagung, nachdem er die ersten Videobilder vorgeführt hatte, wie schön wäre es doch, wenn sich auch meine Tochter einmal zeigen würde. Nach ein paar Wochen erhielt ich von Klaus Schreiber einen dicken Brief. Zuerst las ich seine Zeilen, bevor ich das zweite Kuvert aufmachte. Er schrieb, auf seinem Video hätte sich ein Mädchen manifestiert, das er nicht kennen würde. Ich sollte die beigelegten Fotos ansehen. Jetzt kommt der Hammer, das habe ich mir noch gemerkt. Ob es eventuell meine Tochter wäre. Sie können sich vorstellen, mit welchen Gefühlen ich diesen Umschlag öffnete. Ich sagte mir, erwarte dir nichts, damit du nicht enttäuscht wirst. Doch hatte ich natürlich Hoffnung. Ja, es war wirklich meine Tochter. Ihr Bild wurde von vielen Zeitschriften veröffentlicht, sowohl als Lebende wie auch als Verstorbene, damit die Ähnlichkeit ersichtlich war. Auch in einem Buch von Rainer Holbe wurden die Fotos veröffentlicht. Eine besondere Art des Direktkontaktes erlebte ich laufend in Darmstadt bei Peter Herting. Bis zu seinem Tod 1988 meldete sich eine Wesenheit direkt aus dem Radio. Der Sprecher nannte sich ABX Juno. A für außerirdisch, B für biologisch und X für Experiment. Aber das alles steht ausführlich in meinem Buch Brücke zwischen Diesseits und Jenseits. Bei Adolf Holmes in Riebenich, auch einem sehr erfolgreichen Experimentator, meldete sich vor einigen Wochen ABX Juno und sagte, dass er sich bald wieder in Darmstadt melden wird. Bekanntlich wird die Gruppe in Darmstadt von Jochen Vornhoff weitergeführt. Ich lese Ihnen vor, was ABX Juno durchgab. Hier spricht ABX Juno. Sie werden meine Ihnen bekannte Stimme nicht erkennen. Dies liegt an der Verschiedenheit der Formen auf Ihrer Seite. Ich sende Ihnen eine Übermittlung für die Gruppe Vornhoff und bestätige hiermit alle Informationen der Wesenheit Claudius. Die Seele Claudius verfügt über ein so großes Potenzial, dass sich dies niemals durch ein Medium ausdrücken lässt. Bitte haben Sie Vertrauen.
haben Sie Dank für alle bisherigen Bemühungen. Grüßen Sie bitte Herrn Vornauf, Frau Schäfer, Frau Herting sowie alle Freunde Ihrer Gruppe. Kontaktende. Kann man noch weiter durchsagen, das wird jetzt etwas zu viel. Meine Damen und Herren, als ich vor etwa 15 Jahren das Buch schrieb, Stimmen aus einer anderen Welt, bat ich Friedrich Jürgensohn, mit dem ich damals befreundet war, das Vorwort zu schreiben. Er sagte, ja, das mache ich gerne, aber unter einer Bedingung. Du darfst in deinem Buch nicht behaupten, dass für diese Kontakte Medialität erforderlich ist. Ich hielt mich selbstverständlich an das Versprechen, das ich ihm geben musste, obwohl ich mich damals bereits davon überzeugen konnte, dass Friedrich Jürgensohn sehr medial veranlagt war. Doch damit, liebe Zuhörer, will ich keineswegs zum Ausdruck bringen, dass nur Menschen mit medialen Fähigkeiten Kontakte über die technisch gestützte Transkommunikation erhalten. Ich selber habe mich noch nie für medial gehalten, aber ich frage Sie, was ist überhaupt Medialität? Sagt man nicht auch, dass jeder Mensch latent medial ist und dass uns nur aufgrund unserer materialistischen Einstellung, unserer Ich-Bezogenheit und Unsensibilität so vieles abhanden gekommen ist? Und Sarin. Worüber beispielsweise Naturvölker noch verfügen. Ich will hier absolut keinen Vortrag über Medialität halten. Doch ich musste dies erwähnen, um Ihnen die Art erklären zu können, wie sich heute die Kontakte bei uns gestalten. Nämlich Technik mit Medialität kombiniert. Ich will Ihnen dies näher erklären. Seit etwa 4 Jahren arbeiten die Gruppen Aschaffenburg-Darmstadt zusammen. Das heißt, jede Gruppe arbeitet zwar auch für sich allein, aber man trifft sich auch regelmäßig zu gemeinsamen Vorträgen, Vorführungen, Gedankenaustausch. Das große Glück bei dieser Verbindung ist, dass der Leiter der Darmstädter Gruppe, obwohl vom Beruf Lehrer, Konrektor, ein außerordentlich technisch versierter Herr ist. Und das weitere große Glück besteht darin, dass ein Herr aus meiner Gruppe, ein selbstständiger Versicherungskaufmann, sich als fantastisches Sprechmedium herauskristallisierte. Über dieses Sprechmedium, wir nennen es der Anonymität wegen Mark, bekommen wir Kontakte mit einem. Das funktioniert. Das funktioniert, wie gesagt, das kann jeder. Medial waren wir alle, sind wir alle. Wie die Frau schon sagt, wir haben es verlernt durch diese Ego-Schiene. Ja? Ich fahre als Erster bei der grünen Ampel, ich fahre so bescheuert, dass keiner mehr über die Kreuzung kommt, ich will das neueste Handy, ich. Weiter. Im hohen Geistwesen, das sich Claudius nennt, Kaiser Claudius Caesar, und über ihn auch Kontakt mit jenseitigen Wissenschaftlern, Technikern, Physikern und verstorbenen Koryphäen der Transkommunikationsforschung, wie auch unter anderem zum Beispiel Konstantin Raunivel. Zur Verfügung für uns stellen sich auch Nikola Tesla, der kroatisch-amerikanische Physiker, der 1943 verstorben ist, und Peter Herting, der ehemalige Leiter der Darmstädter Gruppe, und viele andere mehr. Von diesen Experten erhalten wir Hinweise und Ratschläge, wie die Transkommunikation verbessert werden kann. Der technisch versierte Herr Vornauf. Das sind auch so Dinger, bekommen wir auch immer wieder. Das Spiegelportal ist aus meinem Traum entstanden. Ich habe bloß noch keine Ahnung, wie das eingesetzt wird. Wir haben schon viele Sachen gesagt bekommen, was wir verbessern können, was wir auch gemacht haben. Und Nikola Tesla war ein toller Erfinder. Der hat interessante Sachen hervorgebracht. Hat aber selbst auch angegeben, dass das im Prinzip gar nicht seine Ideen sind, sondern dass ihm das jemand sagt. Ja, und da gibt es tatsächlich Aufzeichnungen, die das belegen, dass er das gesagt hat, dass ihm das gesagt wird. Gut, wir machen weiter. Gina geht wahrscheinlich eine rauchen. Setzt dann die theoretischen Hinweise von drüben in die Praxis um, trifft die nötigen Anordnungen der Apparate und baut Zusatzgeräte, wie sie von den Jenseitigen genau beschrieben und sogar die Skizzen hierfür durchgegeben werden. Das ist krass, ne? Das wirklich, das geht. Herr Vornauf bringt vierteljährlich eine Zeitschrift heraus. Sie heißt Info,
die ja jeder beziehen kann. Und darin kann man laufend, wird man laufend darüber unterrichtet, was sich bei uns so tut. Ich muss aber auch erwähnen, dass Herr Vonhoff Nikola Tesla zum Beispiel fragte, ob das, was er durchgibt an Zusatzgeräten und Anordnungen für die Apparaturen, ausschließlich für Darmstadt bestimmt ist oder ob auch andere damit arbeiten können. Ich zitiere die Antwort von Nikola Tesla. Alles ist abgestimmt auf die Energien, die in diesem Haus vorhanden sind. Es hat einige Zeit gedauert, aber Sie waren immer ein geduldiger Mensch und ich freue mich, dass Sie mit uns arbeiten. Denn auch Misserfolge haben Sie bisher nicht davon abgehalten, nach neuen Wegen zu suchen. Und auch Misserfolge haben Sie davon nicht abgehalten, nach neuen Wegen zu suchen. Da sind wir wieder bei dem, was wir auch sagen. Wir hatten ja auch schon PUs, wo gar keine Antworten sind, wo man sagt, ja okay, Misserfolg. Ja, das heißt nur lange nicht, dass man jetzt die Flinte ins Korn wirft, sondern man macht weiter, man setzt vielleicht ein bisschen woanders an. Wie auch immer. Ja, hören wir mal weiter. Das zeichnet den Forscher aus. Sie sind nicht ein Mensch, der beim ersten Misserfolg die Kappe an den Nagel hängt. Und dies ist wichtig für mich zu wissen. Trotz Ihres Berufes haben Sie ein gutes technisches Verständnis und unser Techniker hier, der Ihnen beigegeben wurde, wird Ihnen stets zur Seite stehen. Doch wie es nun einmal so ist, bei den Forschern, sie gehen verschiedene Wege und nicht jeder Weg ist der richtige. Doch haben Sie Vertrauen. Wenn ein Weg nicht gangbar ist, werden wir immer einen neuen suchen und auch finden. Wir sind Ihnen beigegeben und wir werden Ihnen immer zur Seite stehen. Ganz wichtig, der letzte Satz. Es wurde Ihnen beigegeben und wir werden Ihnen immer zur Seite stehen. Das ist das, was auch Gina immer wieder sagt. Die sind immer da. Und je sensibler man wird oder je sensibler, oder wie hieß das? Na, ihr wisst, was ich meine. Diese Gefühle, je mehr man da reinkommt, umso mehr spürt man die, dass die auch da sind und ständig da sind. Ja, und man hat, jeder hat seinen eigenen Begleiter, der auch ein bisschen aufpasst und der vielleicht auch mal petzen geht und sagt, der hat das nicht, aber. Ne? Aber, ja, und wenn ein Weg nicht gangbar ist, dann wird ein neuer Weg gesucht. Ja? Hatten wir auch schon oft. Zitat Ende. Ist eine solche Durchsage nicht Motivation und riesiger Ansporn? Doch es wurden uns auch allgemeine Ratschläge erteilt, die für alle Experimentatoren Gültigkeit haben. Wo ich, was mir jetzt gerade hier noch auffällt, ist ja diese Apparatur, die dort zusammengebaut wurde, von dem Nikola Tesla oder in Skizze, dass sie das so bauen können, die wurde abgestimmt auf das Haus und die sich dort befindenden Energien oder so ähnlich hat sie sich jetzt gerade ausgedrückt. Jetzt müsste man wissen, das Portal, also das Spiegelportal, was ich da geschustert habe, auf was ist das überhaupt abgestimmt? Ich muss da nochmal nachfragen, glaube ich. Vielleicht auf unsere Wohnung, weil hier ist das meiste mit dem Teil bis jetzt passiert. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht ist es auf diese Wohnung abgestimmt und in der nächsten Wohnung, falls wir umziehen sollten, braucht es ein größeres oder ein kleiner. Da reicht vielleicht so ein kleiner Würfel. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das wurde mir im Traum gesagt, ich soll das genau so bauen. Und ich hatte ja erst die Idee, unten noch einen Spiegel und oben noch einen Spiegel hinzuhängen. Und die nächste Nacht träume ich keine Spiegel. Nicht oben und nicht unten. Dafür habe ich geträumt, dass ich eine Spule reinhängen soll. Aber die ich gebaut habe, die ist ein bisschen falsch. Die muss ich eh nochmal neu biegen und alles. Gut, werden wir mal gucken. Wir gucken jetzt weiter. Ich möchte deshalb aus den vielen Anregungen von drüben diejenigen herausgreifen, die auch Ihnen mit Sicherheit Denkanstöße geben können und die Sie eventuell, sofern Sie sich mit Einspielungen befassen, in Ihre Praxis mit einbeziehen können. Also, beginnen wir mit dem ersten Aspekt. Es kam einmal auf Tonband bei Herrn Vonhoff folgende Durchsage. Ein Problem ist die Größe der Gruppe. Wir fragten dann über unser Medium, was damit gemeint sei. Was könnte damit gemeint sein? Ein Problem ist die Größe der Gruppe. Und es wurde uns erklärt, dass zwei weitere Personen hinzugenommen werden sollten, damit unser Schwingungsangebot vergrößert wird. Dies ist ein außerordentlich wichtiger Aspekt,
dennoch an Bedeutung gewinnt, weil Neulinge, bevor sie endgültig zu Einspielabenden zugelassen werden, von unseren Jenseitspartnern auf ihre Schwingung hingeprüft werden. Unser Reden. Ja, tut mir leid, dass ich das schon wieder unterbreche, aber wie lange sagen wir, diese Schwingung, die spürt man, ne? Ich bringe immer den Vergleich, geh in den einen Raum, ne? Negative Stimmung, Schwingung, merkt man. Oder du gehst in den anderen Raum, wo eine Party ist und man merkt direkt diese positive Schwingung. Ja? Und Schwingungen übertragen sich auf Körper. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber ihr solltet ja eure Schwingungen erhöhen, damit wir halt noch mehr Kontakt herstellen können. Brauchen wir nicht. Also man könnte es jetzt auf eine PU umswitchen und sagen, okay, wir müssten mit 20 Mann losziehen, um ein großes Schwingungsfeld zu haben. Das Problem ist, ich weiß nicht, es reicht, wenn einer negativ schwingt, kann die Gesamtschwingung kaputt gehen. Ja? Und dann gehe ich lieber mit zwei kleinen positiven Schwingungen dahin und das bleibt positiv, als wenn ich noch eine dritte Schwingung mit habe, die so stark, sage ich mal, vielleicht eventuell negativ schwingt, dass meine positive Stimmung kaputt ist. Und ja, da habe ich keinen Bock drauf. Und da sage ich nur, Jules, Andreas und Maggie. Ja. Das sind alles Personen, die kannten wir nicht. Und die sind alle im Prinzip plötzlich von jetzt auf gleich da gewesen. Und man hat einfach gespürt, es passt. Irgendwie, es soll so sein. Ja. Und wir haben es ja auch schon getestet. Wir waren ja auch schon mit Andreas unterwegs. Wir waren mit Jules unterwegs. Und dann, es passt einfach. Und dort war, was menschliche Schwingung und Gefühle angeht, da bin ich wahrscheinlich genau der Typ, der das ganz genau merkt. Und also ich merke nicht, ob jemand, Vorsicht, Achtung, vor dem muss man vorsichtig sein, aber ich merke die momentane Situation sehr gut, also wie diese Person gerade im Augenblick schwingt, ja, das merke ich und da kann ich schon sagen, okay, wir verschieben die PU mal um eine Stunde, ich muss erstmal ein paar Witze erzählen, dass der wieder positiv wird, zum Beispiel, ne, kann man ja ganz unbewusst, also für den anderen unbewusst einbringen, dass seine vielleicht negative Stimmung doch zu der positiven kippt und dann kann man losziehen. So, jetzt guck mal weiter. Erst dann, wenn wir das okay bekommen haben, dürfen Sie sich der Gruppe anschließen. Menschen mit negativer Ausstrahlung würden mit Sicherheit stören. Ein weiterer Aspekt. Jeder Experimentator erlebt einmal eine gewisse Zeit, während ja die Kontakte schwächer durchkommen. Auf unsere Frage, warum das so ist, wurde uns gesagt, beachtet, dass sich auf unsere Kontakte bei der technisch gestützten Transkommunikation die Wetterlage sehr stark auswirkt. Die Wetterlage. Die Ionosphäre. Die Atmosphäre sind manchmal starken Verwirbelungen ausgesetzt. Derjenige unter euch, der empfindsam ist, spürt die Turbulenzen. Aus diesem Grund werden die Kontakte technischer Art etwas durcheinander gebracht. Seht, die Unstimmigkeiten in der Stratosphäre haben viel Verwirrung gestiftet. Sonneneruptionen, Sonnenfinsternisse, Atomversuche. Auch die brennenden Ölfelder setzen Energien frei, die Wirbel verursachten. Es ist für uns sehr schwierig, deshalb versuchen wir immer wieder neue Wege zu gehen. Für die Tonbandstimmen im Allgemeinen gilt, dass atmosphärische Störungen eine klare Übermittlung sehr schwierig gestalten. Dennoch, eines ist gewiss, selbst der kleinste Beweis einer Umformung legt Zeugnis von uns ab. Ende der Durchsage. Jenseitige sagen uns des Öfteren, dass ihr größtes Problem bei den Kontakten mit uns die Zeit ist. Ich will Ihnen dies näher erklären. Die Kontakte müssen im Kontinuum, im richtigen Moment, auf der Zeitachse angesiedelt werden. Das hört sich ganz schön kompliziert an. Es hört sich verdammt kompliziert an, ist es aber nicht. Wie wir ja auch immer sagen, bei einer Rückführung, der Jules durfte eine Rückführung erleben, Gina hat Rückführung erlebt. Eine Rückführung, da fühlt man ungefähr 5 Minuten, die man weg war. In echt war es eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Ja? Ihr kennt das Phänomen, ihr schlaft ein, ihr träumt was, der Traum kommt euch sehr kurz vor und ihr seid wach. Oder ihr träumt was und
Ihr habt in Erinnerung, der Traum, ey, das müssen doch 3 Tage gewesen sein. Aber die Nacht war trotzdem nur 6 Stunden. Aber ihr habt geträumt für 3 Tage. Ja? Zeit ist relativ, hat da jemand mal gesagt. Das heißt, im Jenseits ist der Moment, in dem Sie uns hören, ein winziger Punkt, eine winzige Stelle im Raum zu einer bestimmten Zeit. Diesen Punkt müssen Sie orten und messen, wie schnell unsere Zeit läuft. Die Kommunikation in unserem materiellen Bereich ist einfacher. Wir hören einen Menschen reden und antworten. Er hört es sofort. Die Zeiten der beiden Partner sind nicht synchron, aber sie laufen gleich schnell. Mit einer Schnecke zu reden, wäre für uns schwieriger. Ähnlich ist das Problem zwischen Diesseits und Jenseits. Nur sind wir für die Jenseitigen wahrscheinlich Ultraschnecken. Ja, und die bewegen sich halt schneller durch Zeit und Raum. Ja? Wahrscheinlich, also ne? Wahrscheinlich, ist eine Wahrscheinlichkeitssache. Ne? Wir erleben in einer Sekunde 18 Eindrücke, wissenschaftlich belegt. Die Jenseitigen so viele sie wollen. Das ist ein Unterschied. Also wissenschaftlich belegt ist Tatsache, dass wir pro Sekunde 18 Eindrücke mitbekommen, die das Gehirn verarbeiten kann, pro Sekunde. Und sie sagt, die Jenseitigen so viel sie wollen. Also unendlich. Sie müssen also ungeheuer aufpassen, dass sie uns im richtigen Moment erwischen, damit wir auch hinhören. 90% aller Botschaften, so lautet die Aussage von drüben, gehen verloren, da der Mensch seine 18 Eindrücke aufbraucht für Sehen, Hören, Denken und viele Eindrücke, die ihn ablenken. Das macht es so schwer. Ja, und genau das ist der Punkt. Schon ganz, ganz bald, im ersten Jahr, wo wir zusammen losgezogen sind, haben wir ja viel gefragt, ja, was können wir denn noch besser machen und so weiter. Und es kam immer wieder der Satz, was seht ihr im Dunkeln? Und ihr erinnert euch bestimmt dran. Wir haben das auch sehr oft aufgeschrieben. Was siehst du im Dunkeln? Ja, nix. Ja, nimmt ein paar Sinne weg. Nehmt euch selber die Sinne weg, die ihr nicht braucht, die gerade in dem Augenblick der Transkommunikation abschaltbar sind. Hören braucht man beim Radio vielleicht, ja, aber ich brauche nicht gucken. Somit habe ich ein paar Momente, ein paar Eindrücke mehr, die ich auf ein anderes Level schieben kann, zum Beispiel aufs Hören oder aufs Fühlen. Ja, das ist damit gemeint. Eine 18. Sekunde, wenn der einmal Stille in uns ist, reicht kaum für lange Botschaften. Also muss der Mensch lernen, Zeit zu lehren mit 2 E. Das heißt, er muss während einer Einspielung in der Lage sein, Ohren, Augen, Nase, das Denken abzuschalten, damit ihn Botschaften erreichen können. Dann hören wir auch ihre Aussagen, sofern nicht gerade das Telefon bei uns klingelt. Ein wichtiger Aspekt ist auch folgender. Es wurde uns gesagt, verwendet zu Anfang jeder Einspielung immer die gleiche Formel. Sie könnte etwa so lauten. Wir rufen euch, die ihr uns zur Begleitung gegeben wurdet. Wir rufen euch und bitten um eure Hilfe für uns und für die Menschheit. Und was macht Gina? Also ihr habt es ja auch schon gesehen beim Live, wenn wir hier live für euch eure Fragen mal wieder annehmen. Gina führt immer, und das schon seit ewig, und bevor wir das Video gesehen haben, das gleiche Ritual aus. Ich bitte euch, ihr Engel, ihr Kräfte, Mächte, aufgestiegenen Meister, liebe Begleiter und Schutzengel, ne? Bitte versucht den Zuschauern oder anderen die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Das ist das Einführungsritual. Genau. Ständig. Und das mache ich nicht nur im Live, sondern das mache ich jeden Tag so. Wenn ich mit ihnen sprechen möchte, ich verlange nicht immer das, was zurückkommt, sondern ich möchte einfach nur kurz, dass ich gehört werde, weil ich mich bedanken möchte zum Beispiel, dann sage ich diesen Anfangssatz. Genau, und wichtig ist, da in dieser Verbindung zu wissen, das macht Gina schon so lange, da kannten wir das Video noch nicht. Ja, das ist einfach. Entweder hat Gina das einfach so angefangen, oder es wurde ihr gesagt, ohne dass sie es gehört. Ui, Kohlensäure, sorry. Ohne dass sie es gehört hat. Es war so, dass innerhalb von kürzester Zeit mir immer mehr
verschiedene Energien bewusst geworden sind, die da sind, die immer mit uns sind, die uns behilflich sind. Und deshalb habe ich immer mehr Energien und Ansprechpartner mit in das Ganze reingenommen. So, jetzt wisst ihr's. Wir hören weiter. Dies kann eine Eröffnung sein und dann beginnt eure Fragen zu stellen. Der Kreis hier bei uns, also drüben, wird durch diese Worte angeformt und wir wollen versuchen, den Kanal zu festigen. Als wir fragten, warum diese Formel wichtig ist, bekamen wir zur Antwort. Sie dient zur Sammlung der Energien. Seht, die Einführung, die ich spreche, also Claudius, bei unseren medialen Kontakten, ist immer die gleiche im Ansatz. Sie bezweckt die Konzentration des Einzelnen, damit wir ihn einbinden können. Diese Formel lautet so, wie wir sie Ihnen kurz sagen, Claudius. Und zwar deshalb, weil der Kaiser Claudius gestottert hat, ja? Das ist ein Erkennungszeichen. Also noch einmal. Claudius, Herodes Agrippa, Freund meines Lebens, ich schließe den Kreis. Ich binde euch ein in die Gnade der Allmacht. Es ist auch wichtig, dass ihr die Fragen erarbeitet und dann eventuell die Frage von einem Einzigen gestellt werden kann, aber laut, damit die Gedankenströme der anwesenden Personen festgebündelt werden können und nicht aus dem Verbund abweichen. Es ist sehr wichtig, dass ihr alle in diesem Kreis eine einheitliche geistige Vorstellungskraft euer eigen nennt und es sollte sich so manifestieren, dass alle, jeder Einzelne von euch bei diesen Einspielungen einen Punkt anvisiert. So, und das machen wir seit neuestem, ohne dass wir das jetzt noch gewusst haben, bei eure Fragen, wenn wir das live machen, zum Beispiel, wir treffen uns alle an einem Ort. Wir stellen uns den Ort vor, der sieht so und so aus und dann gehen wir alle dorthin im Gedanken. Damit verbinden sich, man kann es blöder, damit verbinden sich unsere Gehirnströme und können besser senden und empfangen. Das ist der Hintergrund. Mehr ist das nicht. Es ist einfach total einfach erklärt. Das ist der Hintergrund. Es ist auch sehr wichtig für jede Art von Transkommunikation, dass damit nicht gespielt wird, denn es werden Energien freigesetzt, die heilen oder zerstören können. Denn die Energie ist weder gut noch böse. Es kommt auf die Anwendung an, meine Freunde. Verliert euch auch nicht so sehr in euren eigenen privaten Problemen, die von untergeordneter Bedeutung sind. Ende der Durchsage. Wir fragten auch, um welche Energie es sich handelt, die für die Jenseitigen erforderlich ist. Da kam Folgendes durch. Verliert euch nicht so sehr in euren privaten Problemen. Die Seelen beantworten auch immer sehr wichtige und dringliche Fragen, die wirklich vom Herzen kommen. Ne? Jemand, der jemanden gehen lassen musste und möchte einfach nur einmal wissen, ist er oben angekommen, ist er im Licht, geht es demjenigen gut. Die werden beantwortet. Aber wir haben auch schon mitgekriegt, wenn Fragen immer wieder gestellt werden, Fragen, die immer wieder drum gehen, wird denn mein berufliches Bildungsfeld sich ändern? Es kam vielleicht einmal eine vage Antwort und das war's. Wenn das immer wieder gefragt wird, es kommt keine genauere Antwort mehr. Oder immer wieder die gleiche Frage gestellt wird, wird sich das denn endlich mal ändern? Wird sich das denn endlich mal ändern? Es geht nicht immer nur um einen. Vielmehr werden Fragen beantwortet, die ums große Ganze gehen. Ja. Weiter? Mhm. Weiter. Tachyonenenergie. Ihre Energie ist schneller als das Licht und sie ist nicht messbar. Da ist Tachyonen, Quantenphysik und so weiter, wird jetzt dann zu kompliziert, aber sie erklärt sehr gut. Über die näheren Zusammenhänge habe ich in Band 2, Dialog mit Claudius, der Ende September zur Buchmesse erscheint, berichtet. Nun zum nächsten Punkt. Diese Aussage ist etwas, was alle Forscher interessieren dürfte. Es wurde uns nämlich gesagt, dass wir in den Lichtkegel einer UV-Lampe, also ultraviolett. Jetzt wisst ihr, woher wir das haben. Das haben wir tatsächlich von dieser netten Dame
einfach mal ausprobiert mit dem ultravioletten Licht und das, ja. Und das funktioniert. Das, ihr werdet es nicht, also wir wissen es, dass es funktioniert, wo wir die Lampen stehen hatten, da hat es immer besser funktioniert. Also sauberere Rückmeldungen, nicht mehr, manchmal vielleicht auch weniger, aber deutlicher, also besser verständlich, als wären die wirklich näher an uns dran. Also soll jetzt nicht heißen, ah ja, man kann jetzt hier Dialoge führen, man hört alles vor Ort richtig geil. Nein, sauberer, als wären die wirklich dichter dran. Aber warum das so ist, ich mache nochmal hier 3-4 Sekunden zurück. Diese Aussage ist etwas, was alle Forscher interessieren dürfte. Es wurde uns nämlich gesagt, dass wir in den Lichtkegel einer UV-Lampe, also Ultraviolett, damit arbeiten sowohl Herr von Rauch wie auch Professor Senkowski, einen Kristall setzen sollten. Wir fragten natürlich, warum, wieso. Hier der genaue Wortlaut der Antwort. Der Kristall gibt Energien ab, die Sie nicht besitzen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diesen Kristall dazu benutzen, um die von uns erzeugte Energie zu bündeln. Ein Beispiel. Sie schicken einen Lichtstrahl aus und dieser Lichtstrahl trifft auf ein Loch. Er wird sich dann verlieren. Durch den Kristall aber wird der Energiestrahl zurückgeleitet. Er wird sich vielfach brechen. Dazu eine Erklärung, was Energiebündelung bedeutet. Stellen Sie sich vor, dass hier auf unserer Seite, also jenseits, viele Radioapparate stehen und wir bemüht sind, diese Radioapparate alle auf einen Kanal einzustellen. Auf den Kanal, den der Sender ausstrahlt, damit wir alle diese eine Energie bündeln und diese bestimmte Sendung auf allen anderen Geräten zu hören ist. Gleichzeitig, liebe Freunde, sind wir Sender. Das heißt, wir senden eine bestimmte Sprache aus, einen bestimmten Dialog zu Ihnen und nun müssen Sie versuchen, dass jeder einzelne von Ihnen, der als Empfänger gilt, diesen Knopf so weit einreguliert, dass eine Gesamtfrequenz entstehen kann. Dadurch wird es möglich, dass sowohl von Ihrer Seite als auch von unserer Seite gesendet und empfangen werden kann. Das ist die Erklärung, die ich Ihnen geben kann. Noch ein Hinweis. Ein Kristall wird gelagert. Durch das Eintauchen in natürliches Wasser läutert sich der Kristall. Regenwasser durchläuft die Atmosphäre und ist bereits geläutert, wenn es zu euch kommt. Abgestandenes Regenwasser sollte nicht verwendet werden, aber die Reinigung des Kristalls ist wichtig. Nun zu einem weiteren Aspekt. Es wurde uns gesagt, dass ergänzend zu unseren Apparaturen auch eine sogenannte Mückenscheuche verwendet werden soll. Haben wir auch probiert? Denglerstein, ihr wisst das, wir wurden zerhackt von den Mistviechern. Es war nicht mehr normal. Es war nicht mehr normal und wir sehen das im Nachgang, wo wir dann das Video gesehen haben. Wir haben hier gesessen, wir haben gelacht und haben uns am Kopf gefasst, wie bekloppt sind wir eigentlich, also Gina und ich. Warum sind wir da ganz einfach nicht von alleine drauf gekommen, zumal ich immer wieder sage, wir müssen auf diese Frequenzen achten. Hört weiter zu. In unseren Experimentierkreisen ist dieses sehr kleine und billige Zusatzgerät schon längst bekannt, auch unter dem Begriff Hundepfeife. Das Gerät gibt einen sehr hohen Ton von sich, der von Menschen kaum, aber von Tieren, besonders von Hunden, wahrgenommen wird und auch von Mücken, die dann diesen Raum meiden, wo diese Mückenscheuche piepst. Claudius sagte, uns ist die Ortung leichter gefallen durch dieses kleine Gerät, weil die Frequenz, die es aussendet, von uns aufgenommen werden kann. Es ist keine Störungsfrequenz. Verwendet dieses Gerät bitte weiter. Und ich fresse einen Besen, aber die wollten genau, dass wir uns das Gerät besorgen. Und wir haben es jetzt fast immer mit. Manchmal machen wir es ja nicht an, aber wir haben es fast immer mit. Nach dem Sinn der technisch gestützten Transkommunikation befragt, sagt Claudius Folgendes. Der Sinn liegt darin, dass beweiskräftige Kontakte, die in euer technisches, materielles Leben hineinpassen, geliefert werden. Für viele Menschen ist es eine ungeheure Hilfe, über den Tod ihrer Angehörigen hinaus die Erfahrung zu sammeln, dass der Tod nicht das Lebensende ist, sondern ein Übergang.
Es war mitunter sehr schwer für uns, eine gültige Aussage zu geben, denn die Gruppen der Menschen, die zusammengeführt wurden, um diese Experimente starten zu können, bestanden aus zu verschiedenen Energien. Deshalb kam es auch vor, dass jeder etwas anderes hörte. Doch immer war es möglich, dass der Einzelne gemäß seines Verständnisses Stimmen wahrgenommen hat, und dies war die primäre Situation, die wir schaffen wollten. Auf unsere Frage, wie die Stimmen auf die Tonbänder kommen, erhielten wir folgende Antwort. Seht, meine Lieben, das Tonband ist beschichtet. Was wir gemacht haben, ist, die Struktur der Beschichtung der Magnetbänder so zu verändern, dass sie sich gemäß unserer ausgesandten Energien ausgerichtet hat. Nichts anderes geschieht zum Beispiel bei großen Geräten, die angesteuert werden, um eine direkte Stimme zu erreichen. Völlig anders ist die Situation, wenn ich durch einen Lauf... Ich unterbreche mal. Jetzt könnten ja natürlich viele sagen, ja, toll, dann ist ja das mit dem EVP-Aufzeichnen auf digitale Medien, wie zum Beispiel Speicherkarten, USB-Sticks, was es da alles gibt, Festplatten und so weiter, dann ist das ja alles nicht richtig. Ja doch, die nette Dame hat ja gesagt, die konnten teilweise sogar Computer anschalten und der Drucker flog an. Oder es wurden Texte geschrieben auf den Fernseher oder auf dem Monitor. Wenn die wollen, können die uns auch auf digitale Medien oder über digitale Medien. Ich denke mal, vielleicht ist es sogar noch einfacher als ein Magnetband. Magnetband, da muss man ja die Ausrichtung der Magnetfelder so ständig ändern, damit dort ein Ton entsteht oder halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und bei digitaler Aufnahme brauchen sie ja bloß Einsen und Nullen in gewisser Anzahl schicken, um da eine EVP einzuarbeiten. Sprecher sprechen möchte. Hier geschieht es, dass nicht das Tonband, sondern die Geräte, durch die wir uns artikulieren, beeinflusst werden. Wir nehmen Schwingungen auf, bündeln sie und leiten sie über die Geräte direkt in den Lautsprecher hinein. Ihr habt es erlebt in Luxemburg und in Darmstadt bei Peter Herting, wie sich die Stimmen modifiziert haben. Heute bedienen wir uns auch eurer Technik, Computer, Video und so weiter. Aber die Tonbandstimmen waren für uns zunächst ein Einstieg, denn das andere Material stand uns noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Stand uns noch nicht zur Verfügung, also sprich, die Digitalisierung der Medien kommt auch der anderen Seite, denke ich mal, sehr zugute. Hier brauchen wir nicht nur Geräte, sondern wir brauchen einen Experimentator dazu, um zum Beispiel Telefonkontakte zu steuern, um einen Computer zu bedienen, um irgendjemanden sprechen zu lassen. Die Fortsetzung dieser ersten Transkommunikationskontakte geschah über Peter Herting, über Manfred Boden und zu gleicher Zeit auch über Luxemburg. Wir fragten, sind das sehr mediale Menschen oder sind sie gezielt von euch ausgewählt worden oder hat ihre Seele diesen Weg gesucht? Claudius antwortete, meine Lieben, das Letztere ist der Fall. Die Bereitschaft der Seele war ausschlaggebend, dass es möglich wurde, sie anzusteuern. Seht, die Frage nach dem Woher und nach dem Wohin des Menschen, nach dem Sinn des Lebens, ist in jedem latent vorhanden. Nur bringt der eine oder andere bestimmte Voraussetzungen mit, die es uns ermöglichen, ihm die Gnade des Erkennens zu geben, damit er sie weiterbringt. Unsere weitere Frage an Claudius. Gibt es auch auf eurer Ebene Forschungsgruppen? Claudius antwortet, ja, aber wir nennen es nicht Forschungsgruppen. Und bitte nehmt jetzt, wenn ich sage, dass sich solche Gruppen aus verschiedenen Personen zusammensetzen, die Personen nicht wörtlich, sondern es sind verschiedene geistige Schwingungen. Diese geistigen Schwingungen finden sich zusammen und jede bringt ihr eigenes Wissen, ihre eigenen Erkenntnisse aus ihrer eigenen Akasha-Chronik mit in dieses Gesamtwissen ein. Deshalb ist es möglich, dass auch Physiker, die hier mitarbeiten, und andere Gelehrte Anstöße geben für euch und der Lernprozess eines jeden Einzelnen hier, wie bei euch, vorwärts schreitet. Wir fragten, ihr habt doch Zugang zum gesamten Informationsfeld des Universums. Könntet ihr da unseren Forschergruppen der Transkommunikation nicht eine umfassendere Hilfestellung geben? Claudius antwortet, meine Lieben, nichts leichter als das.
ich könnte euch das ganze Wissen dieser Welt und anderer Welten vermitteln. Nur, ihr könntet damit nichts anfangen, weil ihr es nicht einordnen könnt, da ihr die Grundlage nicht beherrscht. Das Einzige, was von unserer Seite aus möglich ist, den Boden euch zu bereiten, um euch weiterzuführen, um euch zu helfen, die Hürden zu nehmen. Euch den Boden zu machen, euch zu helfen, euch weiterzuführen und die Hürden zu nehmen. Die sagen's doch, dass sie uns helfen. Und noch etwas. Wenn es uns nicht möglich ist, euer geistiges Potenzial zu bündeln, wird es auch unmöglich sein, eine dauerhafte Brücke zu bauen. Es wird dann nur sporadisch eine Verbindung möglich sein, damit euch der Mut nicht genommen wird. Unsere Frage. Du sagtest, es gibt auch negative, niedere Wesen, die sich einmischen in unsere Transkommunikation. Könnte diesen Wesen nicht Einhalt gebieten? Plautus antwortet, meine Lieben, ihr zieht diese Wesen an. Mein Reden seit Jahren. Was hat Claudius geantwortet? Claudius antwortet, meine Lieben, ihr zieht diese Wesen an. Und deshalb ist es uns nicht möglich einzugreifen. Und ich gehe da sogar noch ein Stück weiter und widerspreche den Claudius. Wir transformieren diese Wesen sogar. Wir stellen sie her. Erst durch unsere Schwingung und unsere ausgesandten Energien ist es dieser Energie möglich, sich wieder zu bündeln und zu etwas, ja, sage ich mal, Bösen zu werden. Aber die Energie ist ja seine Energie, für der sie gedacht hat. Und der, also, ja, ihr wisst, was ich meine. Unsere nächste Frage. Ist Transkommunikation ein Geschenk für uns, eine Gnade, damit wir eine Bewusstseinserweiterung erfahren? Die Antwort von Claudius lautet, wir alle, meine Freunde, die wir hier auf unserer Ebene uns um die Transkommunikation bemühen, sind nichts anderes als Geburtshelfer für ein neues geistiges Bewusstsein. Die Transkommunikation, gleich in welcher Form sie stattfindet, hat nur einen einzigen Sinn, den Menschen einen Weg aufzuzeigen, den sie gehen können, und sie werden sich zwangsläufig weiterentwickeln, wenn sie einen solchen Weg beschreiten. Natürlich ist es so, dass der rational denkende Mensch mit diesen Dingen wenig anfangen kann. Derjenige, der dem materiellen Denken verhaftet ist, wird es schwer haben, neue Impulse zu bekommen. Es wird viele geben, die dafür und viele, die dagegen sind. Es wird viele geben, die mit einem Lächeln darüber hinweggehen. Das ist die Entwicklung jedes einzelnen Menschen. Seht, meine Freunde, so wie die Parapsychologie als Hexerei verbannt wurde, so wie die Alchemisten vom Geheimnis sich umschleiern ließen, so ähnlich ist es heute mit der Transkommunikation. Die Wege zur Erkenntnis des Einzelnen sind verschieden. Sie waren es zu allen Zeiten. Transkommunikation ist permanent vorhanden. Die Frage ist nur, ob der Empfänger bereit ist, eingeschaltet ist, Informationen aufzunehmen. Denkt daran, wenn ihr ein Fernsehgerät nicht einschaltet, erscheint kein Bild, trotzdem die Information latent vorhanden ist. Das Wollen der Allmacht ist, dass der Mensch diese Gnade erkennen kann. Genau das ist es. Mit diesem Fernsehgerät. Das ist, ein sehr guter Ansatzpunkt. Wenn man nicht anfängt, irgendwas zu machen, ist die Information da. Du musst sie nicht sehen. Ja? Ob ich nun Fernsehen gucke oder nicht, ARD und ZDF, wie sie alle heißen, die senden ihre Information. Du musst das Gerät anschalten. Sprich, du musst deinen Geist öffnen, damit du angeknipst wirst. Denn ansonsten, meine Freunde, wäre euer Leben nicht einen Pfifferling wert, wenn ihr vergesst, dass es etwas mehr ist, Mensch zu sein, als gemeinhin wahrgenommen wird. Unsere Frage bei den Tonbandstimmen taucht immer wieder die Vermutung auf, dass es sich um Manifestationen des eigenen Unterbewusstseins handeln könnte. Was sagst du dazu? Claudius sagt, nein, mein Freund. Derjenige, der Erfolge aufzuweisen hat bei der technisch gestützten Transkommunikation, wird so lange einen Begleiter haben, der ihm Worte zuflüstert, solange er demütig ist. Seht es so, um jeden von euch schart sich eine Gruppe von Geistwesen. Diese Gruppe von Geistwesen kann sich auf dem Tonband stellenweise manifestieren.
Die technisch gestützte Transkommunikation nimmt Schwingungen auf, die vielseitig sein können, bis sie gesteuert werden von einem einzigen geistigen zentralen Verbund. Deshalb sollte auch der Empfänger nie allein gelassen werden, denn es können Missverständnisse auftreten und er könnte irgendetwas hineinzudeuten versuchen in die Sprache, die er auf seinem Tonband vorfindet, was gar nicht gesagt wurde. Genau. Das ist nämlich wichtig, was die Frau dort sagt. Auch, wie gesagt, Gina hat es ja erst gesagt, wir haben ja auch die ganze Zeit immer wenigstens einen, wenn nicht sogar, sie sagt sogar viele, oder der Claudius sagt das ja, die mit uns mitlaufen. Und die Vermutung, dass wir unsere eigenen Gedanken aufs Tonband sogar denken, die hatte ich auch schon mal. Von der habe ich aber abgelassen, weil ich einen Direktversuch gemacht habe, das so zu machen. Das ging nicht. Das geht nicht. Und danach habe ich erst die Frau gehört und da war mir einiges klar. Ja, das kann, also ja, wir werden begleitet. Alle, es wird, jeder wird begleitet, egal ob ich dran glaube oder nicht. Ja. Punkt. Wir ja. werden alle begleitet, ob wir es dann wahrnehmen. Das ist die andere Sache. Ja. Und die wissen, was wir jetzt gleich tun werden und die wissen auch, was wir in 10 Jahren tun werden. Die kennen unseren kompletten Weg. Noch eine Frage von uns. Besteht ein Unterschied zwischen dem Kontakt mit dir, Claudius, und den Tonbandstimmen? Claudius antwortet: Seht, meine Lieben, unsere Kontakte kommen auf andere Weise zustande. Wir benötigen eine Person, die sich völlig zur Verfügung stellt und uns damit die Möglichkeit gibt, eine unbegrenzte Abschirmung zu erreichen. Das ist bei Tonbandstimmen anders. Hierbei spielt die persönliche Tagesform eine Rolle. Ihr wisst aus der Vergangenheit, dass mancher Experimentator zunächst keine Probleme hatte. Sie traten in der Regel erst dann auf, als er an die Öffentlichkeit ging oder sich selbst als auserwählt betrachtete und die Demut verlor oder mit den Stimmen ein Geschäft zu machen versuchte. Seid euch bewusst, dass wir ganz andere Wege gehen als die Freunde der Tonbandstimmen. Seid euch bewusst, dass wir nicht nur eine einzige Wahrheit finden, sondern alle Wahrheiten. Ich weiß, dass ich euch irritiere, aber es ist so, dass wir in diesem Kreis ein breites Spektrum anstreben können, was woanders nicht möglich ist. Und noch eine letzte Aussage von Claudius. Alles technische Wissen ist nicht ausschlaggebend für die Schaffung der Transkommunikation zu uns. Was wir brauchen und was ihr braucht, meine Freunde, ist Liebe und Demut, um der Allmacht die Pforten zu öffnen, damit sie zu euch durchdringen kann. Täuscht euch nicht, Apparaturen allein sind es nicht, sondern das Gefühl, mit denen sie bedient werden. Meine Damen und Herren, zu all dem, was Sie nun von Claudius zu hören bekamen, wobei es sich natürlich um sehr gekürzte Aussagen handelt, möchte ich ganz persönlich noch etwas hinzufügen. Mit Tonbandstimmen wird selbstverständlich nach wie vor gearbeitet. Ich kenne mehrere sehr erfolgreiche Experimentatoren. Aber warum sollte man sich nicht nach einer anderen Möglichkeit bedienen und neue Wege gehen, wenn sie Erfolg versprechen und die Kontakte nach drüben verbessern? Ich meine damit unsere Kombination Transkommunikation und Medialität. Wir sollten Transkommunikation nicht eng begrenzt sehen und nicht in den Fehler verfallen, den die Skeptiker den Tonbandstimmen gegenüber machen, nämlich zu verurteilen, was sie gar nicht kennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch einen wichtigen Satz von Claudius durchgeben. Nichts, was ihr tut, wird umsonst gewesen sein. Und überall auf eurer Welt wird die Transkommunikation weitergeführt werden. Die Zeit ist angebrochen. Viele Versuche laufen. Viele sind auserwählt, aber nur wenige berufen. Und noch einen schönen Satz. Die Liebe der Allmacht ist grenzenlos. Es gibt für euch nichts Wichtigeres, als zu wissen, dass ihr geborgen seid in der Güte des Allmächtigen und dass nach eurem leiblichen Tod ein neues und sicher glücklicheres Leben für euch beginnt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja. Ja, wahre Worte. Wahre Worte.